Willkommen beim Capstone Integralrechnung, zum Beispiel Halbierung einer Fläche. Gegeben ist die allseits bekannte reelle Funktion f von x ist gleich x². Ihr Graph ist im positiven Bereich von x hier als halbe Parabel dargestellt. Die Fläche unter diesem Graphen bis zur x-Achse soll im Intervall 2 bis 4 halbiert werden. Es ist also jene Stelle B zu bestimmen, die dazu führt, dass A1 und A2 gleich groß werden. Das kann in zwei Schritten bewerkstelligt werden. Schritt 1. Wir berechnen die Fläche im Intervall 2 bis 4. Schritt 2. Wir bestimmen B so, dass die Fläche im Intervall 2 bis B halb so groß wird. Alternativ können wir natürlich auch das Intervall B bis 4 wählen. Die Fläche im Intervall 2 bis 4 lässt sich über das bestimmte Integral in diesem Intervall und über die Funktion x² berechnen. Dieses bestimmte Integral werten wir aus, indem wir eine Stammfunktion von x² bestimmen. x² ist eine Potenzfunktion. Die Regel dazu lautet, ich addiere zum Exponenten 1, erhalte x hoch 3 und dividiere dieses Ergebnis durch den neuen Exponenten 3. Und laut Hauptsatz der Differential- und Integralrechnung muss ich diese Stammfunktion an der oberen und unteren Grenze auswerten und die beiden Werte subtrahieren, um den Wert des bestimmten Integrals zu erhalten. 4 eingesetzt ergibt 64 Drittel. 2 eingesetzt ergibt 8 Drittel. Also 56 Drittel für unsere Fläche. Daraus folgt unmittelbar, dass A1 und A2 28 Drittel sind. Und diese 28 Drittel sind gleich der Fläche im Intervall 2 bis B. Und diese Fläche drücke ich wieder als Integral aus. Das Integral 2 bis b x² dx. Die Auswertung erfolgt völlig analog. Die Stammfunktion x hoch 3 Drittel wird wieder in den Grenzen 2 und b ausgewertet. Wir erhalten also 28 Drittel ist gleich b hoch 3 Drittel minus 8 Drittel. Und wir formen einfach in ein paar Schritten um, um den Wert für b zu erhalten. Schritt 1, wir addieren 8 Drittel. Schritt 2, wir multiplizieren mit 3, erhalten b hoch 3 ist gleich 36. Und dann ziehen wir noch die dritte Wurzel. Es gibt nur eine reelle Lösung für diese Gleichung. Und diese Lösung ist b ist gleich die dritte Wurzel aus 36. Und wenn wir diese Lösung noch näherungsweise als Dezimalzahl schreiben, erhalten wir 3,3. Und damit ist das Beispiel gelöst.